Ja, ich glaube, es ist einfach ein besonderer Moment, jetzt hier zu sein. Ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Es ist ein großer Verein, es ist ein Riesenschritt von Deutschland nach Holland oder in die Niederlande, damit ich auch alle zufriedenstelle hier. Und ich freue mich einfach, hier zu sein. Ich kann es kaum mehr erwarten, auch mit der Mannschaft zu trainieren. Ja, was weißt du über PSV? Was ich weiß, das ist eine gute Frage. Nein, ich weiß schon einiges. Es ist ein sehr traditionsreicher Verein. Viele gute Spieler haben hier gespielt. Die Mannschaft besteht aus vielen guten Spielern. Ich kenne Bruma aus der Bundesliga, Lars Unnerstall aus der Bundesliga. Von daher ein paar bekannte Gesichter sind schon da. Ja, und ich habe hier viele Menschen schon kennengelernt, viele Menschen, die einfach familiär sind. Und das gefällt mir unglaublich. Ja, was ist Ihnen wichtig zu wissen von einem neuen Club? Ja, für mich ist einfach wichtig, dass es hier eine Basis für einen Erfolg gibt und die ist hier gegeben. Ich glaube, jeder merkt, was für ein Verein Eindhoven ist, was für ein großer Verein. Und für mich ist einfach wichtig, dass man hier einen Plan verfolgt, hier einen klaren Plan für die Zukunft hat. Und ich glaube, die Vision und die Zukunft kann hier sehr gut werden. Und von daher möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Was ist das Plan mit dich? Ja, jetzt versuche ich erstmal, ich war auch ein bisschen länger im Urlaub nach der Nationalmannschaft, von daher versuche ich fit zu werden und versuche ich der Mannschaft zu helfen. Und klar möchten wir zusammen, ja, einfach, glaube ich, das ist unser Ziel, die Meisterschaft zu erreichen, in die Champions League zu kommen. Das sind unsere Ziele und ich glaube, ich versuche da alle einfach zu helfen und dass wir das schaffen und ich bin guter Dinge. Hast du Kontakt gehabt mit Daniel Schwab? Natürlich. Erzähl mir, was hat er dir gesagt? Ja, wir haben ja zusammengespielt vor 4 Jahren in Stuttgart. Er hat nur positiv über den Verein geredet, nur nette Menschen hier, sehr professionell. Das einzige Negative, was er gesagt hat, waren die 3 oder 4 Kunstrasenplätze in den Stadien. Aber das kriegt man auch so hin. Von daher habe ich mal gefragt, wie die Stadt ist, wie der Verein ist, wie man sich halt erkundigt davor. Und er hat mir nur Positives gesagt. Das hat mich nur bestärkt in meinem Schritt. Warum ist PSV in diesem Moment in Ihrer Karriere der richtige Club für dich? Ja, ich glaube, es war Zeit für den nächsten Schritt. Ich habe jetzt 8 Jahre in Stuttgart gespielt mit der Jugend zusammen. Ich bin froh, mal rauszukommen von zu Hause. Es geht um die Persönlichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist die niederländische Liga prädestiniert für junge Spieler, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, hier haben wir die Chance, oder habe ich die Chance, international zu spielen, um eine Meisterschaft zu spielen. Ja, und dann ist es natürlich was anderes, als wenn man in Stuttgart im Abstieg oder Abstiegskampf ist. Von daher war es für mich der nächste Schritt und ich freue mich einfach darauf, international zu spielen und die Meisterschaft zu gewinnen. Kannst du beschreiben, was für Fußballspieler du bist? Ja, ich glaube, ich bin ein spielerischer Typ. Ich möchte Fußball spielen, da passt das gut zu mir hier. Trotzdem habe ich die deutschen Attribute. Von daher bin ich diszipliniert und sehr lernwillig und möchte mich immer verbessern. Pünktlichkeit habe ich auch normalerweise, das typische Deutsche halt. Aber ich bin einfach ein Spieler, der gerne Fußball spielt, der gerne flach spielt. Und ja, ich hoffe und ich denke, das passt dann ganz gut hier rein. Wie hat deine Fußballkarriere bis diesem Moment ausgesehen? Ja gut, es ging ganz gut los. Ich habe mit 6 Jahren, glaube ich, angefangen, Fußball zu spielen. Bin dann über meinen Heimatverein einen Zwischenschritt zu Stuttgart mit 15 gegangen. Habe da dann meine Ausbildung bekommen und bin mit 18 Jahren dann in die Bundesliga gekommen, habe jetzt 5 Jahre dort gespielt. Ja, bis jetzt ging es ganz gut. Ich habe leider 2 Abstiege miterleben müssen, einen Aufstieg. Von daher habe ich schon mal eine Meisterschaft gewonnen, zwar nur die zweite Liga, aber ich weiß, dass es sich cool anfühlt und von daher möchte ich das hier auch haben oder dass wir es hier auch schaffen. Und ich glaube, da bin ich auch guter Dinge, dass es klappen wird. Worauf freust du dich am meisten? Jetzt erstmal auf die Spiele, auf den Verein, die Trainingseinheiten. Ich habe an das Spiel gegen Basel im Internet geschaut, war ja schon eine super Stimmung. Habe mich unglaublich gefreut, als es dann noch 3-2 ausging. Von daher freue ich mich einfach auf solche Sachen, auf solche Abenden und freue mich auf die Liga und dass es dann bald losgeht. Und ja, die Stadt habe ich auch schon ein bisschen gesehen. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt, kleine Stadt, kleiner als Stuttgart, aber hat viele Vorteile, dass es kleiner ist. Ja, ich muss nur ein bisschen aufpassen auf die Radfahrer, die ein bisschen noch im Weg stehen. Danke. Gerne. Viel Erfolg. Danke. Danke. Gerne.